Peter Wolny, schlafe auf der Couch, klatsche für Sarafina Wolny. Bei Sarafina Wolny und ihrer kleinen Familie geht gerade alles drunter und drüber. Peter Wolny macht es große Sorgen. Sarafina Wolny, da ging gar nichts mehr. Eigentlich sind Sarafina, 28, und Peter Wolny, 30, ein Herz und eine Seele, erwarten bald ihr drittes Kind zusammen. Doch jetzt schläft Peter plötzlich auf der Couch, was ist denn nur los? Nein, eine Ehekrise oder ähnliches steht zum Glück nicht an, Sarafina und Peter sind weiterhin glücklich miteinander. Dafür leidet momentan eine andere Sache in ihrem Haushalt mächtig, die Gesundheit. Die letzten Tage habe ich gekränkelt, da gab es einen Tag zwischen, da habe ich komplett flach gelegen, da ging gar nichts mehr, meldete sich der 28-Jährige auf Instagram zu Wort. Mittlerweile hätte sie nur noch einen hartnäckigen Husten, doch so richtig fit scheint Sarafina immer noch nicht zu sein. Sonst hätte Peter sich wohl kaum zu folgendem Schritt entschieden. Peter sagte heute Morgen schon zu mir, Schatz, ich schlafe auf der Couch, du mit deinem Gehuste die ganze Nacht. Doch das kam für Sarafina gar nicht in Frage. Peter Wolny, der muss dann einfach damit klarkommen. Sarafina möchte auf keinen Fall auf ihren Peter verzichten, während sie angeschlagen ist. Sie entschied, der braucht aber nicht auf der Couch zu schlafen. Der kann sich jetzt gerade beim Angeln ausruhen und muss dann einfach damit klarkommen. Sie würde Hustenstiller nehmen, damit Peter bei ihr im Bett bleiben könne. Die Nacht damit ruhig verlaufen wird? Wir warten mal ab, wie die Nacht wird, die letzten Nächte waren unruhig. Also was meinen Husten betrifft, aber auch die Zwillinge, erklärte die 28-Jährige. Emory und Casey würde es momentan ebenfalls nicht so gut gehen, da die Einjährigen aktuell neue Zähne bekommen. Damit es zumindest den beiden Jungs besser gehen wird, würden diese dann einen Ausflug zum Strand machen. Ob Sarafina mitkommen wird, müsse sie erst einmal schauen. Oje. Wir wünschen allen dreien eine schnelle Genesung.